kann mich nicht noch was? Ich hab kein Wort verstanden, was du gesagt hast, aber ich fand's lustig. DAW Verstehe, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblingspodcast, die DAW-Versteher. Melden sich wieder hier aus dem Epizentrum der Weltmusik, aus der Regie A vom Storia Mastering Studio. An meiner Seite wie immer satt und gut gelaunt, der Magier unter den Mastering Engineers, die goldenen Ohren von Holtweg, Björn Schlüter. Schön, dass ich da sein darf, mein Lieber. Lieber Jonas, schön, dass du den Weg auf dich genommen hast wieder. Schön, dass du eingeschaltet hast zu unserer neuen Folge, die eigentlich ja schon, also Folge, vor zwei Wochen Folge 52 2.0. Genau, oder wie wir auch intern sagen, Jonas hat's verkackt. Ja, ja. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, möchte ich natürlich erstmal den charmant gut aussehen und komischerweise fast immer gleich gekleideten Jonas Wagner aus Münster-Wolbeck hier an meiner Seite begrüßen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und ich meine, wenn man es tragen kann. Naja, natürlich. Na, da muss man es natürlich auch raushauen. Ja, Asche auf mein Haupt tatsächlich, denn für die Insider, falls ihr uns zum ersten Mal hört, werdet ihr jetzt gar nicht wissen, wovon wir reden, denn wir haben tatsächlich normalerweise einen zweiwöchigen Rhythmus, aber vor zwei Wochen ist die Folge ausgefallen. Nicht, weil wir sie nicht aufgenommen hätten, aufgenommen haben wir sie, aber der Herr Wagner hat gedacht, er müsste mal ein neues Audiosystem ausprobieren, weil ihm das alte ein bisschen zu nervig gewesen ist. Also habe ich umgerüstet auf ein neues System. Ich sage jetzt auch nicht welches. Ich sage nur, dass die Empfänger, die Sender, du sagst nichts, dass die Sender einen Knopf haben, der im Auslieferungszustand belegt ist mit einer Funktion. Und zwar ist die Funktion für diesen Knopf am Sender mit Mute belegt, was erstmal grundsätzlich gut ist, wenn jemand das Ding anhat und nochmal kurz aufs Klo gehen will. Und was du mir vor zwei Wochen auch als absolutes positives, positive Eigenschaft beschrieben hast. Ist es im Kern ja auch, solange man nicht aus Versehen dran kommt, denn richtig. Bei unserer alten Sendeeinheit war das ein mechanischer Schalter, ein Klick-Klack-Schalter und der dir dann auch noch optisch angezeigt hat, gelb ist gemutet, rot ist an, grün ist an. Und in diesem Fall ist es jetzt aber so, ich bin anscheinend aus Versehen an meinen Knopf rangekommen. Und jetzt muss man dazu wissen, wir nehmen alle zwei Wochen nach dem Podcast ja immer noch eine Mixkritik auf. Mhm. Und machen erst den Podcast und dann die Mixkritik für den Premium-Bereich, wo wir uns Mixe von unseren Zuschauern und Hörern anhören vor der Kamera und das erzählen im Premium-Bereich. Und kurz bevor der Premium-Bereich Premium-Mix die Aufnahme gestartet hat, ist mir aufgefallen, dass Björns Mikrofon kein Signal rausgegeben hat. Genau, mein Mikrofon. Dein Mikrofon hat kein Signal rausgegeben. Ja, genau. Und dann habe ich geforscht und habe das gesehen und habe gedacht, Kacke, was ist denn da? Hat man Kabelbruch an bei seinem Mikrofon? Ich habe zum Glück immer ein zweites mit dabei, so dass wir dann den Kabelbruch überprüfen konnten. Und ich hatte noch kurz gecheckt, ob beim Podcast sein Mikrofon noch aufgenommen hat. Wir haben noch die Aufnahme gecheckt und haben gesagt, ah cool, hat noch alles geklappt. Ja, dann brauchen wir die Podcast-Folge ja nicht ein zweites Mal aufzeichnen. Nochmal gut gegangen irgendwie. Aber anstatt mein Mikrofon, meine Aufnahme auch zu checken, die haben wir nicht überprüft, um dann... Wir waren zu sehr im Quarkbällchenfieber. Ja, genau. Zwei Tage später stelle ich dann also fest, ich wollte den Podcast schneiden und fertig machen und stelle fest, dass auf meinem Aufnahmegerät nix drauf ist, weil ich aus Versehen an die Mute-Taste rangekommen bin. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, der DAW, der dümmste anzunehmende User, sitzt vorm Rechner. Ja, Asche auf mein Haupt. Und ja, ich finde die Taste auch prinzipiell gut. Aber ehrlich gesagt, wenn man da so aus Versehen drankommen kann und das noch nicht mal bemerkt, irgendwie, dann finde ich das dann trotzdem doof. Und ich habe die jetzt deaktiviert, da ist jetzt keine Funktion mehr drauf. Also, das ist gut. Ja. Das hilft, weil wir, das ist ja dann auch mit diesen Dingern, man kann sich ja mal schnell draufsetzen oder rutscht mal irgendwie an die Seite, ne, kommst mal irgendwie dran. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn, wir konnten nichts dafür. Und ich habe wirklich alles versucht. Ich habe tatsächlich die Grenzen von Isotope RX auszuloten, weil ich gedacht habe, wir haben ja zumindest eine Aufnahme bei Björn. Also habe ich gedacht, das müsste doch eine Kugel mit dem Teufel zugehen, wenn ich nicht aus dem Übersprechen von Björns Stimme meine rausrechnen kann, die dann quasi so nachbearbeiten, dass sie fast so klingt wie Björns. Nein, geht nicht. Die alte Regel Shit in, Shit out gilt auch an der Stelle. Es wäre zu einem gewissen Maß rekonstruierbar gewesen, aber es hätte so absurd viel Arbeit gebraucht und so
schlecht geklungen. Es hätte einfach auch nicht unseren Ansprüchen genügt. Das muss man ja auch mal ganz offensiv so sagen, weil letztendlich, wir können ja keinen Audio-Podcast machen und haben eine Tonqualität. Wobei, man sagt ja immer, ne, so, weiß ich nicht, früher gab es so den Spruch bei den Handwerkern immer, weiß ich nicht, der Maurer hat zu Hause selbst die schiefsten Mauern oder, weiß ich nicht, der Glaser hat die undichtsten Fenster oder ja, sowas. Solche Sprüche. Das wollen wir aber natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Nee, weil vor kurzem noch mal jemand kommentiert hat, er könnte dem Podcast nicht lange zuhören, weil die Soundqualität so schlecht ist. Gerne, schreibt uns gerne mal, wenn ihr das jetzt seht oder hört bei Spotify, Apple und Co. Wie findet ihr denn eigentlich die Soundqualität von dem Podcast? Weil ich finde immer, wenn ich das höre, denke ich so, ja, der Herr Wagner, der hat schon einen Kompressor, hat er drauf. Also schon immer ordentlich. Die macht richtig laut. Das ist mit Radio so ein bisschen auch immer, ne? Aber letzten Endes ist es ja auch wichtig, ich habe selbst vor kurzem im Zug gesessen und habe ein Hörbuch gehört und da ist mir aufgefallen, dass es einfach dadurch, dass es relativ wenig eben Kompression hatte, weil Audible hat ja ganz andere Lautheitsvorgaben zum Beispiel als die Musikplattform oder die Podcast-Plattform auch. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, dass wenn es mal wirklich sehr laut wird in der Umgebung und man jetzt nicht auf einem mörderhohen Level hört und nicht gerade die tollen Noise-Canceling-Kopfhörer oder so hat, das ist dann manchmal schon, dass du dann immer so an der Lautstärke-Taste hängen musst. Ne? Und deswegen finde ich es ja eigentlich gut, dass du es immer relativ es ist ja stark so ein Mittelding, ne? Also, genau. Aber wenn ihr drunter schreiben solltet, dann schreibt bitte nicht, gefällt mir gut oder gefällt mir schlecht oder beziehungsweise schreibt, gefällt mir gut. Komme ich mit klar. Wenn ihr schreiben wollen würdet, gefällt mir nicht so gut, dann tut mir einen Gefallen und schreibt mir, was euch nicht so gut gefällt. Weil ich mit konstruktiver Kritik bin ich total fein irgendwie. Das finde ich auf jeden Fall, wenn jemand sagen kann, okay, also ist mir zu viel Raum halt drauf oder also ist tatsächlich so ein bisschen, kommt ja auch durch unser Übersprechen und der Raum ist ja nicht furztrocken hier. Ja, das wäre schlimm. Ja, eben. Wäre schlimm. Aber es gibt ja Leute, die behaupten könnten, ihr sitzt so in einem Mastering-Studio, das muss ja so trocken sein. Ja, das ist ein Mastering-Studio, kein Recording-Studio. So, das da gab es auch schon mal den einen oder anderen witzigen Kommentar, wo ich dann immer auch bei unseren Videos, ja, tatsächlich. Also bei meinem Podcast, wo ich dann immer denke, wart ihr schon mal in einem richtigen Mastering-Studio? Und vor allem, also das ist ja, es gibt ja gewisse Vorgaben, ne, die erfüllt werden müssen. Also an die Nachhaltigkeit. Nicht jetzt, damit sich das Mastering, jeder kann sich Mastering-Studio nennen, auch wenn er in so einer Noppenschaumhölle im Keller sitzt, da kann er sich auch Mastering-Studio nennen, ist ja auch völlig legitim. Ja. Mein Gott, sollen sie machen. Nee, es gibt ja gewisse Vorgaben, zum Beispiel vom Verband Deutscher Tonmeister oder so, Richtlinien, die den Nachhall eben angeht. Wie heißt das dann? RT60? RT60, ja, genau. Und das wird ja dann auch mit so einem Wasserfalldiagramm, wird das ja immer dargestellt. Ne? Markus macht das zumindest immer. Markus Bertram von MB Akustik. Ne? Ich habe hier die Messergebnisse dann auch immer in diesem Wasserfall. Und dann siehst du ja, bei welcher Frequenz quasi der Impuls, wie lange nachschwingt. Genau. Ne? Also bis er verklungen ist. Und dann siehst du ja auch meistens deine Raummode, wo es am meisten nachschwingt. Und dann siehst du die Oktave von der Raummode und die nächste Oktave von der Raummode. Das ist ja ganz, ganz natürlich oder physikalisch einfach so. Ne? Ja. Aber eins kann man definitiv sagen, dieser Raum geht in dem Sinne nicht viel besser. Nee. Vor allem, wenn man sich die eben nicht so perfekte Raumgeometrie anschaut. Aber was auf jeden Fall auch perfekt geklappt hat hier in diesem Raum. Da wollten wir ja vor zwei Wochen oder haben wir vor zwei Wochen ausschweifend drüber gesprochen. Ja. Heute ist es schon fast schwieriger, weil wir müssen uns ja schon wieder dran erinnern. Ja, weil aber circa vielleicht ist es wird ja in der Erinnerung alles besser und vier Wochen. Ja, es muss so dreieinhalb Wochen quasi her sein, ne? Vier. Vier? Wir haben das vor dem Podcast aufgezeichnet. Ah ja, stimmt. Also ist es über vier Wochen her schon. Aber Wahnsinn. Verrat doch mal was. Ach so, es war wir hatten eine fantastische Mastering-Masterclass. Ja, eine echte Masterclass live, im Recording-Blog. Live aus dem Studio hier. Genau. Was mit auch einem nicht unerheblich technischen Aufwand verbunden war, weil wir zwei Esel auch erstmal darauf kommen mussten, Moment, wenn wir das jetzt so machen und so und so und also es ist auf jeden Fall so, dass so ein Livestreaming-Setup mit Audio in höchster Qualität vor Ort, muss man schon ein paar Gehirnzellen anzapfen. Das ist nicht trivial, definitiv. Genau. Ja. Vor allem, wenn man es gleichzeitig ja auch noch mitschneiden will, in die Welt schicken will und dann am besten, das gab es ja auch noch, es gab ja noch ein FAQ am Ende, dass ich dann auch noch über Zoom mit den Leuten direkt in Kontakt treten kann. Was tatsächlich sich hinterher als der schwierigste Teil also technisch in der Umsetzung herausgestellt hat, was ich sehr interessant fand, dass ausgerechnet der Teil uns technisch am weitesten herausfordern würde. Bis wir dann einfach den trivialsten Weg genommen haben und gesagt haben,
sagen, wir stecken halt das Kabel einfach um. Ja, dann gab es halt eine kurze Kaffeepause, dann wurde das Kabel umgesteckt und dann einmal am Knöpfchen gerüttelt und dann ging es auch wieder. Ja, aber es war auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Wir hatten, wir haben ja diese Bewerbungsphase vorher gehabt. Ne? Genau. Genau, nochmal an der Stelle vielen Dank für die zahlreichen Bewerbungen. Das war wirklich und toll zu sehen. Also an die 10 Teilnehmer dann auch, die dann dabei rausgekommen sind. Also wir haben natürlich hier im kleinen Kreis gearbeitet, in Anführungszeichen, damit auch jedem gerecht werden konnte, sind es genau 10 Leute gewesen, die dabei gewesen sind. Genau. Aber weil so viele dann auch geschrieben haben, ja, irgendwie, wann ist denn jetzt das nächste und wie kriegen wir das irgendwie hin und wir wollen natürlich auch, hat der Jonas sich was überlegt? Ja, ich habe die Masterclass exklusive des Live-Anteils, nämlich dem Frage und Antwort, nochmal zusammengestellt und in einen separaten Kurs, es ist eine Masterclass verpackt und auf der Recording-Blog-Seite findet ihr einen Knopf oben rechts, der heißt Shop und da könnt ihr dann direkt auf die Masterclass gehen und könnt euch dann zumindest da die Masterclass offline, also nicht live zusammen mit Björn, aber zumindest kompaktes Wissen, also kompakter geht's eigentlich gar nicht. Du hast 2 Stunden wirklich so viel mitgegeben und ich habe nur daneben gesessen und habe da schon eine Menge gelernt und dann im Schnitt von der Masterclass, ich habe die ja dann nochmal aufbereitet im Schnitt und so weiter, habe ich noch mal mehr gelernt, unter anderem über unser Plugin der Woche, was wir jetzt gleich noch besprechen werden, in unserer Rubrik, wo ich sogar ein Video zu gemacht habe, auch das gleich noch. Also unfassbar, wie viel man... Definitiv nach den 2 Stunden war ich, oder wir hatten ja 2 Stunden, war die Masterclass und das FAQ war auch noch mal über eine Stunde. Über eine Stunde, genau. Also, schöne Grüße übrigens von einem Teilnehmer, der sich bedankt hat, dass wir uns wirklich so viel Zeit genommen haben. Wir haben uns jede Zeit, wir hätten auch noch eine halbe Stunde drangehängt, wenn noch genügend Fragen gewesen wären. Ja, das war kein Problem. Ne, aber danach... Wenn man dann noch abgebaut hier und als ich dann so nach Hause gestellt bin, da war ich auch, ich war einfach leer. Ich war komplett so, als ich dann zu Hause war, irgendwie habe ich auch so gedacht, so, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Aber ich muss schon sagen, für alle die, klar, wir haben ja auch viele Zuhörer oder Zuhörerinnen, die vielleicht auch selber das kennen, ist ja jetzt nicht nur YouTube-Videos machen oder auch als Lehrer oder ne, ich kenne das natürlich auch ein bisschen als Dirigent, stehst du auch 2 Stunden vor einem Orchester. Ja, und zwar hochkonzentriert. Genau, oder eben, wenn du als Dozent in beruflich irgendwo tätig bist, kennst du das ja auch. Aber viele kennen es vielleicht auch eben nicht. Wenn du dich mal wirklich 2 Stunden in dem Fall hinsetzt, keinen großen Schwachsinn erzählen willst. Kein Durchhänger. Nicht dauernd, das passiert mir ja leider hin und wieder. Mhm. Und 2 Stunden guckst du nur in eine Kameralinse. Ins schwarze Loch. Ohne, dass du mal einen Grinser siehst von jemandem oder eine Reaktion kriegst. Das fühlt sich, muss man schon ganz ehrlich sein, das fühlt sich erstmal sehr, sehr komisch an. Wenn du das nicht regelmäßig machst, tatsächlich. Also ich habe mir das angewöhnt, natürlich, also ich meine, Video aufnehmen ist eine Geschichte, aber speziell bei den Live-Geschichten, die ich gemacht habe, bei den Live-Mixen, die ich im Recording-Blog gemacht habe auf YouTube, ist es tatsächlich so, dass du kommst ja nicht die ganze Zeit dazu, Kommentare zu lesen. Also quatschst du die ganze Zeit nur ins Loch und hoffst irgendwie, dass es halbwegs einigermaßen ankommt. Hoffentlich ist das Mikro an. Bis mal irgendwann einer schreibt, wir hören nichts, Mikro aus, falsche Kamera. Oder du hast vergessen, die Kamera umzuschalten. Ich mache ja auch den Videoschnitt auch noch parallel. Quatsch die ganze Zeit rein und die Kamera auf der anderen Seite. Sonst was irgendwie. Ja. Totaler Irrsinn. Und, Da hatte ich ja den Vorteil, dass ich dich quasi als Produktionsleitung hier für sitzen hatte. Und ich habe das Original auch sehr genossen, tatsächlich, in dem Moment einfach mal nur für die Technik zuständig zu sein und nicht für den Inhalt gleichzeitig. Ja, das ist schon heftig. Also da muss man schon wirklich sagen, Chapeau vor dir auch, wenn ich so sehe, deine Videoqualität, die sich ja auch nochmal komplett transformiert hat, so in letzter Zeit. Monaten. Ne? Wenn ich in die Videos bei dir reinschaue, das ist schon heftig. Und ich habe ja hier auch mal so ein paar Videos ganz trivial aufgenommen, die ja auch auf dem Recording-Blog zu sehen sind. Und man denkt sich so, ich mache jetzt ein 5-minütiges Video, ich setze mich da mal hin, überlege ich mir ein bisschen was. Mhm. So, ne, 2 Stunden, baust du Kamera auf, machst Licht ein bisschen, machst immer eben Weißabgleich, machst mal eben das. Ja, und am Ende des Tages hast du da 8 Stunden gesessen für so ein 5-minütiges oder 6-minütiges Video. Und dann ist das ja noch nicht geschnitten und noch nix und noch nicht hochgeladen und verpackt. Also, wie gesagt, es ist schon... Der Aufwand ist tatsächlich immens, mittlerweile auch geworden, auch durch die Anforderungen vom Algorithmus, von YouTube, Anspruch, von allem und so weiter, von meinem eigenen Anspruch auch tatsächlich, also sowohl an Bild, an Ton, an Inhalt und so weiter und so fort. Aber es ist halt so ein 5-Minuten-Video, unterscheidet sich da nicht großartig vom 25-Minuten-Video, also außer beim Aufnehmen selber, die Vorbereitung, den Inhalt auszuarbeiten, Texte zu schreiben, aufzunehmen, Schnitt... Ist irre, was da anfallen kann. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin an einem Video 3 bis 4 Tage locker beschäftigt irgendwie. Und das ist schon,
Das ist schon aufwendig geworden. Aber ich mag das ja auch, wenn die so, so eine hohe Qualität haben. Also ich finde dann auch, kann man sich auch durchaus dadurch so ein bisschen absetzen. Wobei, das keine Garantie ist dafür, dass es gut läuft. Ne? Nein, also ich habe neulich wieder ein Video gesehen von so einem Gitarristen, der, glaube ich, auch irgendwo eine Nummer ist. Der, in meinem Universum hat er nicht stattgefunden. Irgendwie. Der stellt einfach eine Kamera auf und dann macht er Dinge und dann macht er die irgendwann wieder aus. Und zwischendurch beugt er sich so vorne rein und quatscht mal kurz rein und geht dann wieder zurück. Dann sind 10 Minuten Video natürlich auch in 10 Minuten aufgenommen und in 10 Minuten geschnitten, weil es kein Schnitt drin. Nee, okay. Und so weiter. Einmal vorne und hinten einmal. Und dann darunter irgendwie Hunderttausende von Klicks, wo du denkst, warum mache ich mir eigentlich die Mühe irgendwie? Aber es wird schon irgendwo seine Magie haben, die sich vielleicht mir nicht erschließt, geschenkt. Aber das war, wie gesagt, nicht mein Anspruch an die Videos. Ja. Ich mag einfach diese Erzählform mittlerweile, die ich da habe. Und auch wenn sich einige Leute beschweren, der labert jetzt 2,5 Minuten, komm mal zum Punkt. Nö. Meine Videos. Wenn du schneller zum Punkt Videos haben willst, bitteschön, mach sie selber. Ja, dann guck dir halt deine 60 Sekunden oder Shorts an, genau. Shorts, ja, oder, genau, oder Reels, ja, oder TikToks an. Das hat ja, ist ja auch alles okay, mein Gott, aber alles fein. Wobei ich da auch immer denke, wenn ich mich da mal eine halbe Stunde irgendwie mal verirre in so Reels oder so, ach, da denke ich mir auch immer, ja, das ist ja schön, so die der Compression Cheat Sheet für Drums oder so oder EQ Cheat Sheet für Cheat Sheet. Ja, ja. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was ist das für ein Wort, Cheat Sheet? Ja, das ist halt auf der einen Seite klar, sehe ich das aus einem anderen Blickwinkel und denke, das kann auch gefährlich werden. Ja. Was ich dann manchmal auch höre, natürlich im Endergebnis. Beim Mastern, ja. Ja. Und zum anderen denke ich natürlich, ja gut, aber derjenige hat ja zumindest mal eine Idee. Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier eine Mehrspur-Schlagzeugaufnahme. Was meinen jetzt überhaupt, ja, so? Genau. Ne? Wobei natürlich diese zu befolgenden Regeln oder so natürlich auch ein Hamsterrad beziehungsweise auch ein Käfig dann sein können. Ich sehe die wie Presets. Das ist eine Orientierung. Ja, ist, ne, auch cool, dass, also das die gibt, Presets, ne, haben ja einen Namen. Und die haben eine Einstellung und, ja, so weiter. Also bei einem Kompressor zum Beispiel. Und dann kann ich mir den Namen angucken. Und dann kann ich mir Ratio, Attack und Release angucken. Und kann, okay, dann versuche ich die Idee zu verstehen. Und Threshold ist ja eh immer separat nochmal. Ne? Und dann kann ich sagen, okay, alles klar, ich verstehe die Idee, dann höre ich mir das mal an. Und dann kann ich das als Ausgangspunkt nehmen. Aber dass das jetzt die Maßgabe für den Shit ist. Ist Ratio ein deutsches Wort auch? Ratio ist ein lateinisches Wort und heißt Vernunft. Okay. Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich musste gerade innerlich, da kommt wieder jetzt mein Germanismus-Problem raus. Nee, ich habe gerade so, als du Ratio gesagt hast, dann muss ich direkt so an eine bekannte Arzneimittelfirma denken, die es ja in Deutschland gibt. Ja, aber in Münster gab es zum Beispiel auch die Ratio. Die Ratio war einfach ein großer Supermarkt. Okay, ja, nee, ich habe nur gerade so gedacht, ist das wirklich ein Wort, was man eben Deutsch ausspricht, oder ist es jetzt quasi die Attack oder die Reliase? Ja, letztendlich. Wenn man so viele englische Videos guckt wie du und ich vielleicht, dann ist es immer Ratio und dann denkst du gar nicht drüber nach, aber ich versuche ja möglichst die Begriffe auch in meinen Videos immer nochmal. Nein, ich wollte ja auch nur fragen, ist das in. Das weiß bestimmt einer. Nein, die Basis des Wortes ist lateinisch. Ja, okay. Aber Ratio, Vernunft hat, also das Verhältnis bedeutet es ja in dem Moment. Das Verhältnis, ne? Also nicht Vernunft, sondern Ratio ist doch Vernunft, oder? Jetzt erzähle ich noch bald Unfib. Ich komme da durcheinander. Nein, geschenkt. Also Ratio ist lateinisch und heißt Vernunft. Wir werden das recherchieren. Ja. Das, oder irgendeiner der geneigten Zuhörer oder HörerInnen kann es. Schön wäre ja, wenn wir auch mal ein paar. So, wie sagt man, Sprachforscher. Wir brauchen mehr Leute, die uns das erklären können, was wir hier die ganze Zeit im Podcast eigentlich machen. Ja, ganz genau. Worüber redet ihr? Wer seid ihr eigentlich und wenn ja, wie viele? Ja, genau. Aber wir haben eben nicht nur die Masterclass gemacht, die Nein. man, wie gesagt, jetzt im Shop auch so käuflich erwerben kann. Da würde ich mich persönlich auch sehr freuen. Ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir da noch den einen oder die andere erreichen drüber. Ich habe auch tatsächlich jetzt ja das Premium-Mix-Wochenende, nee, ist nicht Premium, das große Mix-Wochenende Release, die Bewerbungsphase läuft ja noch. Das heißt, für alle Leute, die noch überlegen, ob sie vielleicht Ende August oder Anfang September ein Wochenende bei uns hier in Münsterland im Prinzipalstudio mit uns verbringen wollen, können das noch tun. Link unten in der Videobeschreibung. Das wird grandios. Und ich habe mich tatsächlich diese Woche noch mit Henning Fehrlage getroffen, der unter anderem für Unheilig verantwortlich zeigt. Und den versuche ich auch noch zu verhaften für eine Masterclass, die wir dann im Prinzipalstudio machen. Der hat übrigens verraten, dass sein Studio auch von Markus Bertram gemacht wurde. Mhm, ja.
Gibt es auch sogar, glaube ich, ein Video drüber, ne? Das kann sein. Müsst ihr mal schauen bei YouTube. Haben wir einen fantastischen Montag diese Woche am Aasee gehabt, bei bombastischem Wetter. Haben da gesessen, lecker gegessen, im A2 am See, so heißt das Restaurant. Super gesessen, irgendwie direkt mit dem Blick auf den weißen Schwan, dieses Tretboot, was da auf dem Aasee rumschwimmt. Schön. Und einen fantastischen Abend gehabt. Ja. Mega. Liebe Grüße an dieser Stelle auch an Benny Bräuning, der dabei gewesen ist. Benny ist auch im Musikbereich lange im Marwick-Studio tätig gewesen, mittlerweile nach Freiburg gezogen. Golle. Ja, und ist da auch unter anderem für DPA zuständig, witzigerweise. Und das ist jetzt keine Werbung. DPA, die Mikrofone, die wir anhaben. Eine interessante Kombination, die dann da zustande gekommen ist. Ja. Mal gucken, ob da noch abwarten. Was geht. Ja, abwarten. Vielleicht. Abwarten. Diese Mikrofone habe ich erstmal gekauft. Ich sage ja so ungern Danke für Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. So, sonst was irgendwie. Ich muss Danke sagen, weil ich habe ein Geschenk gekriegt von dir. Ne? Ja, heute. Was habe ich dir denn geschenkt? Ein wunderschönes Stream Deck Mini. Während des Schenkens habe ich übrigens gemerkt, dass ich deinen Geburtstag verpennt habe. Aber immerhin hatte ich ein Geschenk. Also kein Geburtstagsgruß, aber ein Geschenk. Bei der, als wir die Masterclass gemacht haben, also ich habe ja schon immer gesagt, pass auf, Jonas, hier, du bist doch hier so mit Computer und so, ja. Ne? Mach doch mal, ich brauche irgendwie einen Schalter, einen Taster, wo ich in meinem definitiv meist genutzten Plugin, das habe ich ja auch mal in einem Video erzählt vor ein paar Jahren. Ja, hier. Das Video ist auch, läuft auch nach wie vor gut. Ja, aber dann auch immer gesagt, das ja gut, okay, ja, ist schon wichtig bestimmt für dich. Und dann haben wir hier gesessen bei der Masterclass und ich habe halt in den 2 Stunden, keine Ahnung, 400 Mal auf diesen, also es geht um Metric AB, ich habe daneben gesessen und ich wusste nicht, wie wichtig das Tool für dich ist. Also ich wusste, dass es wichtig ist, aber in der Masterclass ist mir tatsächlich aufgefallen, wie oft du referenzierst zwischendurch. Ja, also referenzieren, nur damit das alle verstehen, nicht mit einer externen Referenz, sondern zwischen Mix und meinem Bearbeitungsstand. Und dem Master, genau. Oder wenn es eben ein Referenzmaster bereits gibt vom Studio, also wo, weiß ich nicht, eine Mastering-Chain vom Produzenten oder Mixing Engineer drauf liegt. Also sprich immer, ich referenziere immer mit dem, genau, immer mit der Audiodatei, die der Kunde, der irgendwo sitzt, der Label, Künstler oder wie auch immer heißt, abgesegnet hat. Wenn der eine Version mit Limiter und mit weiß ich nicht was, dann nehme ich die als Referenz. Ja, und dazu muss man ja wissen, dass du, um richtig referenzieren, vergleichen zu können, musst du ja vorher einmal die Lautstärkeverhältnisse aneinander anpassen, weil das beim Mastern ja lauter werden kann. Und damit du dich nicht von dem Lauteren reinlegen lässt, weil das Lautere klingt ja generell besser, ne? Also egal, ob es besser ist oder nicht, wenn ich zwei Tracks habe und ich mache den einen ein halbes dB lauter, dann sagst du, klingt besser. Warum? Keine Ahnung, aber klingt besser, weil er einfach lauter ist. Tatsächlich, man mag es nicht glauben, könnt ihr mal selber ausprobieren, macht das einfach mal, schaltet um, ihr werdet sagen, der lautere Track klingt besser. Und wie oft du dann tatsächlich erst auf Level Match und dann auf AB gedrückt hast. Immer wieder Match und dann AB. Immer Match, AB, Match, AB, jedes Mal, wenn du einen Bearbeitungsschritt gemacht hast, erst Level Match, dann AB hören. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie wichtig diese beiden Knöpfe für dich sind. Deswegen, ich verrate eine Sache aus der Masterclass, der Satz, den ich gesagt habe. Ja. Wo auch alle oder viele nachher im FAQ gesagt haben, das war der krasseste Satz eigentlich des Abends, so, den verrate ich euch schon mal. Was mache ich denn da? Ich schaue ja, habe ich etwas verändert oder habe ich etwas verbessert? Ja. Weil verändern ist einfach. Genau. Verbessern ist schwer. So, und das ist das, warum ich 400 Mal in der Mastering-Session quasi zwischen meinem Master, also meiner Bearbeitung und dem Stand vorher hin und her schalte. Und witzigerweise habe ich mich beim großen Mix-Tutorial im letzten Premium-Bereich, habe in Cubase live vor der Kamera gemischt. Mhm. Ne? Und während du so mischt und so weiter, achtest du ja nicht auf deine Abläufe. Also ich bin ja mit Mischen beschäftigt, mit Hören und mit Quasseln, was ja eh schon mal eigentlich per se nicht geht, weil während man mischt, sollte man eigentlich nicht quasseln. Und der Hoffnung, dass das Mikrofon nicht gemutet ist. So, aber im Schnitt ist mir dann nochmal aufgefallen, wie oft ich genau das, also natürlich instinktiv oder gelernt oder sonst was irgendwie mache, dass ich eigentlich Moves mache und sofort diesen Move einmal kurz an- und ausschalte. Also im Equalizer zum Beispiel ein Band verändere, irgendwie kurz, was weiß ich, nehme was bei 500 Hertz raus, drehe das raus und schalte das Band einmal kurz an- und aus und an- und aus, um einfach nur mal kurz zu hören, das, was du gerade gesagt hast. Habe ich es jetzt verändert oder habe ich es jetzt verbessert irgendwie? Und wie das in Fleisch und Blut übergeht, das wirklich zu machen, also egal, was ich gemacht habe, eben kurz einmal an- aus. Kompressor eben kurz einmal an- aus, kurz gelevel-matched auch, wenn es eben geht. Ja, und irgendwie. Das ist ja auch das Schwere, wenn du
was erzählst in der Kamera, dich dann selber immer zu bremsen, wenn du einen Vorgang zeigst, so, ach so, und jetzt schalte ich nochmal hin und her. Wenn das hier blau ist, dann hört ihr das. Wenn ja. das okay. Ja. So, jetzt aber, da hast du schon wieder fast vergessen, was haben wir eigentlich gerade gemacht. Ne? Ja, und wie gesagt, während des Machens ist dann auch wieder interessant, weil es ist tatsächlich, man mag sich das nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich zu quasseln und gleichzeitig sich auf den Mix zu konzentrieren, ist nicht trivial. Nee. Weil man, ich habe mich dann gegen Ende des Mixes, habe ich mir dann einfach mal Zeit genommen, so jetzt mache ich einfach mal das, was das Wichtigste beim Mischen ist, hören. Aber was? Wenn man während des Hörens quasselt, ist das Hören kaputt. Also musst du dich wieder neu justieren. Und deswegen muss man sich wirklich, also man mag das nicht unterschätzen, Hören ist der wichtigste Teil beim Mischen tatsächlich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Der Jonas hat gesagt, ja, du brauchst so ein Stream Deck. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, Stream Deck habe ich schon mal gesehen, aber das geht doch nicht. Ich habe mich da schon mal informiert und das funktioniert Außerdem nicht. Außerdem ist mir das zu groß. Das hat genau, ja insgesamt, ja, glaube ich, 16 oder... Ja, dieses ganz große ja, genau, Ding. Ja. Ne? Ich habe ja so wenig Platz auf meinen Geräten. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, aber ist egal, das funktioniert eh nicht. Ich habe mich da schlau gemacht. Und dann haben wir ja sogar noch auf der Studioszene... Genau, da haben wir noch mit den Stream Deck-Leuten gesprochen. Genau, und der sagt da, ja, nee, das ist eigentlich nicht möglich. Ja, und das ist übrigens die Initialzündung für Herrn Wagner hier. Genau. Geht nicht. Euch zeige ich's. Das wollen wir doch mal sehen. Dazu kleine Anekdote. Ich habe mal in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt, bevor wir jetzt in unser eigenes Haus gezogen sind, vor 15 Jahren, ist auch schon 15 Jahre her. Und da gab es dann nach dem großen Wasser, was es in Münster gab, vor 15, 16, 17, 18 Jahren, ist mal richtig viel Wasser runtergekommen in Münster. Okay. Münster ist komplett abgesoffen irgendwie. Was zur Folge hatte, dass die ganzen Nachbarschaften sich gegenseitig geholfen haben und Leute, die sich seit Jahren über den Weg laufen, aber nicht ein Wort miteinander gewechselt haben, plötzlich Freunde wurden und Bekannte wurden. Ja. Und dann gab es halt im Nachgang, alles war wieder aufgeräumt, gab es ein Straßenfest bei uns und mein Nachbar von gegenüber war englischer Soldat, super Typ, Duck, und wir waren so am Quasseln irgendwie und sprachen auch so über IT und was nicht alles. Ich habe auch meine Rechner, baue ich ja seit 30 Jahren selber und so weiter. Und er behauptete steif und fest, sein WLAN wäre nicht zu hacken. Haha. Als ich dann fertig war, habe ich ihm dann so eine Datei auf den Desktop gelegt. Das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Damals ging das noch. Heute geht das nicht mehr. Nein. Nein, heute geht das nicht mehr. Ist auch verboten. Nein. Aber das war mein sportlicher Anreiz. Er behauptete steif und fest, dass sein WLAN sicher war. Und das war noch vor WPA-Zeiten. Also es war noch WEP. Und WEP war definitiv, der Verschlüsselungsstandard war leicht zu knacken. Relativ leicht. Mhm. Und dann habe ich ihm einfach eine Datei. Ich habe nicht so kriminelle Züge in mir. Er hat ja nur gesagt, geht nicht. Aber, und ich habe gesagt, geht wohl. Ja, wenn du das schaffst, kriegst du eine Kiste Bier. Alles klar, stell schon mal kalt. Und dann habe ich ihm so eine Datei mit einem kleinen Gruß auf den Desktop gelegt und dann gesagt, du Arsch. Ja, das war mein sportliche Herausforderung. Ich habe zum Beispiel jetzt, meine Frau hat gesagt, sie möchte, dass unsere Klingel auch oben bei ihr in der Werkstatt klingelt. Also wir haben eine Klingel im Haus, eine ganz klassische, du drückst drauf und dann macht die im Haus, macht die dann Ding-Dong. Ja. Das funktioniert, indem Strom auf einen Magneten gegeben wird und der macht halt zwischen zwei Klangplatten, schiebt der so einen Magnetstab hin und her, Ding-Dong. Ne? Das heißt, du drückst, Magnet spannt an, du lässt los, Dong, geht er wieder zurück. Ganz klassisches Prinzip. So, wie macht man die jetzt? Wie kriege ich das? Muss ich jetzt ein Kabel nach oben ziehen? Und ich habe so eine kleine Home-Automation zu Hause. Da habe ich überlegt, sitzt du? Hast du Zeit mitgebracht? Zeit habe ich. Du staunst einfach. Pass auf, folgendes. Wo sind die Quarkbällchen? Ja, ja, genau. Es gibt so Türmechanismen, so, wo man messen kann, ob eine Tür auf oder zu ist. Die sind smart. Ja, ne? Das heißt, der meldet dann an smarte System, ob eine Tür auf ist oder zu. Und der Teil, der auf der Tür ist, der bewegliche Teil, ist eigentlich nur ein Magnet. Ja. So, das heißt also, ist die Tür auf, ist der Magnet nicht unter dem Sensor? Ja. Ist die Tür auf, ist der Magnet unter dem Sensor? So, habe ich gedacht, warte mal. Das muss doch, da ist doch auch ein Magnet in der Klingel. Wenn ich diesen Sensor für die Tür jetzt in die Klingel reinbaue und da einer das Magnetfeld kurz fürs Klingel aufbaut, reagiert doch bestimmt auch dieses smarte Ding. Hat's auch. Jetzt habe ich eine smarte Klingel mit einem Türsensor. Warum nicht? Frag doch mal. Frag doch. Alles geht. Genau. Alles geht, außer es rollt. Zum Beispiel auch das Plugin Metric AB mit einem Stream Deck zu bedienen, wie du dann herausgefunden hast. Da waren wir gestartet. Ja, ja. Also das war die Herausforderung tatsächlich. Und ich habe dann mein Stream Deck genommen zu Hause. Und jetzt ist zwar der Unterschied zwischen uns beiden, dass ich Mac habe und du hast PC. Das heißt, in der Einrichtung werden wir dann noch eine kleine Schleife drehen müssen. Ich habe natürlich beides.
Natürlich hast du beides, aber hier im Studio hast du einen PC. Und deswegen müssen wir eine kleine Brücke bauen. Aber es geht tatsächlich, dass man mit dem Hilfsmittel, mit einer MIDI-Bridge quasi, einer Software-MIDI-Bridge und dem Hilfsmittel Companion, was dann den Vermittler darstellt, dass man damit tatsächlich die beiden Tasten belegen kann. Ja. Und das ist ziemlich cool. Man kann sogar, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar zwischen verschiedenen Referenzen hin und her schalten noch. Also auch das geht. Das bräuchte. Und in Studio One war es übrigens relativ einfach dann umzusetzen. Nur das am Rande. Aber wann richtest du mir das denn eigentlich ein? Ja, das ist die nächste Frage. Das machen wir, wenn ich mal wieder Zeit habe. Verstehst du? Das Gerät haben wir jetzt schon mal. Okay. Nee, ich muss tatsächlich nur noch mal nachgucken, wie es im PC geht, weil ich es ja in Windows ja, in Mac gemacht ja. habe. Und das bringe ich dann beim nächsten Mal mit und dann richte ich dir das auch ein. Gerät haben wir aber schon mal. So. Der Anfang ist gemacht. Long story short. Ich kann ja schon mal gucken, wo ich das Ding dann hinnagel. Ja, genau. Du kannst schon mal einen Platz suchen. Oder du kannst den eigenen sportlichen Ehrgeiz entwickeln, das selber zu installieren. Ich schätze, das heißt nein. Was ist sonst noch so passiert? Ja, also mein sportlicher Ehrgeiz bezieht sich tatsächlich eher auf andere Bereiche und weniger auf sowas. Also ja. Mir fehlt für solche Vorgänge, fehlt mir komischerweise die Geduld tatsächlich komplett. Ja, wie gesagt, ich kann da wirklich also beinharten Ehrgeiz entwickeln und mich verbeißen in Dinge. Und ich erzähle ja tatsächlich immer, ja, und hier Trial and Error, das ist überhaupt nicht schlimm, aus Fehlern lernst du. Aber sagen wir mal ehrlich, eigentlich Bock hat man macht, darauf das ja, nicht, ne? Macht das ja keinen Spaß. Ne? Ja. Also wir alle machen ja am liebsten Dinge, die wir schon können. Hinfallen ist okay, du musst nur immer einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist. Ja, diese ganzen Wandtattoos irgendwie. Carpe diem. Ja, genau. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Ja, und so. Carpe diem, cave canem. Was heißt das? Vorsicht vor dem Hund. Achso. Bei mir hat es leider zum Latinum nicht gereicht. Ja. Vorsicht vor dem bisschen Hund. Bisschen. Steht dann, ja, steht doch da an den Türen immer. Ja, vor dem bisschen Hund. Was noch in den Hunden drin ist. Naja, ich habe da keinen, ich kann das nicht. Ich, auch so andere Themen. Lego? Puzzle? Nein. Gar nicht. Auf keinen Fall. Na, geht nicht. Weil wir machen als Familie, machen wir traditionell zu Weihnachten einen Weihnachtspuzzle, meistens so 1000 Teile. Ne? Ja. Und dann sind wir alle Weihnachten, einmal im Jahr kommen wir dann an diesem großen Tisch zusammen und puzzeln einfach über 3 Tage, bis das Ding fertig ist. Nee, bei sowas, ich weiß nicht, da habe ich vielleicht irgendwie so ein Ehrgeiz in anderen Bereichen, die vielleicht andere Leute nicht verstehen können. Grillen. Zum Beispiel, ja, grillen. Man kann ja gar nicht genug grillen. Das habe ich in den letzten Tagen auf jeden Fall bei dem herrlichen Wetter. Ich meine, heute sitzen wir jetzt wieder bei gefühlt Novemberwetter hier. Ja. Irgendwie. Aber ist ja gut, dass wir im Studio sitzen. Die letzten Tage war es ja fantastisch, muss man ja schon sagen. Ja, kann also, man nicht anders sagen. Nur, als ich dann den Grill anmache und feststelle, dass die Gasbuddel leer ist, ist schlecht. Auch noch am Feiertag, oder? Ja, ich habe 2 zu Hause. Wir haben eine eigentlich als Reserve für den Van da stehen. Ja. Also damit wir im Van eine mitnehmen können. Die habe ich dann ranschleppen könnte, aber die war auch fast leer. Das heißt, ich muss jetzt 2 Flaschen austauschen. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen, also wirklich, ich wüsste 1, 2, 5 Mal, glaube ich, innerhalb von 8 Tagen gegrillt oder so. Was jetzt nach viel klingt, aber ich sag mal, im Durchschnitt 2-mal die Woche grill ich sowieso, also auch im Januar oder im November. Das hat jetzt nichts. Aber du machst ja auch Pizza. Das hat jetzt nichts mit dem Wetter zu tun. Ja, am Samstag gab es Pulled Pork. Das war vom Smoker dann natürlich. Ja. Ich habe ja so einen sogenannten Altherren-Smoker. Was ist da der Unterschied? Ein Pellet-Smoker ist das, mit diesen Holzpellets, ja, okay. Die via Förderschnecke. Das heißt, muss man Buche oder reintun und dann. Ja, es gibt ja so richtig Pellets, gibt es mit allem. Apfelholz, Kirschholz. Ist denn Smoker so? Ist Smoken wie Räuchern? Ja. Also Smoken ist Räuchern. Ja. Ah, okay, alles klar. Nur, dass man eben keinen Fisch reinhängt, sondern Fleisch. Genau. Ja, man könnte aber auch Fisch reinhängen. Du kannst Fisch reinhängen, du kannst da Käse mit räuchern, alles, ne? Käse? Stimmt, es gibt auch geräucherte Käse. Sehr klar. Ja. Auf jeden Fall gab es am Samstag leckeres Pulled Pork. Ja, das war echt fantastisch. Und dann gab es noch. Wie lange smoked das dann, wenn das. Auf meinem Altherren-Smoker hat das nur knapp 9 Stunden gebraucht. Ah ja. Ja, weil der Garraum ist sehr klein. Ich habe so ein. Das ist ein Pellet-Smoker für alle, die das interessiert und für alle, die sich damit auskennen. Von Träger. Das ist eine der bekanntesten Marken eigentlich. Ja. Der ist aber ziemlich klein. Sieht aus wie so ein Akkordeon-Koffer. Okay. Ne? Da ist wirklich innen drin dieses Pellet-Fach. Ja. Und daneben hast du so eine Grillfläche, wo ich sag mal nicht ganz, ja, wie groß ist das? Schwer das jetzt in eine Größe
zu machen. Aber ich sag mal, du kriegst da, wenn du jetzt Pulled Pork machst, hast du ja diesen Schweinenacken also so. Ne? 15 mal 15 mal 15 ja, oder wie ist keine das? Ahnung. Ja. Googelt nach Träger, Ranger, ja. Wenn euch das interessiert. Ist auf jeden Fall super, weil der Garraum ist natürlich klein. Ja. Und umso kleiner der Garraum, umso mehr kann natürlich die genutzte Energie, in dem Fall durch die Pellets, natürlich einwirken, ja, auch auf das, ja, Grillgut, ja, oder, ja, auf das Zugarne. Ne? Wenn du jetzt so einen riesen Smoker hast und hast da einen so einen Schweinenacken in der Mitte drauf, dauert das natürlich deutlich länger. Deswegen ist das nach 9 schon fertig. Spare Ribs gab es diese Woche schon. Dann gab es noch Moink Balls. Also das ist jetzt nichts für jemanden, der... Nichts für Veggies hier. Für Veggies oder für Leute, die eventuell einen erhöhten Fleischkonsum in Frage stellen. Nee, das ist schon eine Menge Fleisch, definitiv, was wir da jetzt durchgehauen haben in letzter Zeit. Aber dafür gibt es dann halt auch mal wieder 1, 2, 3 Tage dann gar kein Fleisch. Aber da ergänzen wir uns gut, weil heute Morgen stand tatsächlich in der Zeitung, dass der durchschnittliche Fleischverbrauch eines Bürgers in der Bundesrepublik zwar stetig sinkt, dadurch, dass die Ersatzprodukte immer weiterkommen, aber im Moment immer noch bei pro Nase 50 Kilo sind pro Jahr Fleisch. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, das würde ja bedeuten, dass ich jede Woche 4 Kilo, wir sind 4 Personen zu Hause, ne? Also vielleicht rechne ich die beiden Kinder mal als halbe Person, drei Personen, dann müsste ich also jede Woche 3 Kilo Fleisch kaufen, wenn ich jede Woche 1 Kilo Fleisch machen wollen würde. Pro Nase sind da 3, schaffe ich nicht. Also ich habe neulich mal 1 Kilo Gulasch gekauft, da haben wir dann 3 Tage von gegessen, aber ich komme da nicht drauf, aber so ergänzen wir uns ja dann, weil das, was ich dann nicht kaufe, kaufst du dann mehr und so in, das ist ja im Schnitt 50 Kilo pro, ne? Ja. Von daher. Ja, wobei das natürlich auch nicht immer zutrifft. Aber also Bratwurst gilt nicht als Fleisch, ne? Natürlich nicht. Nein, ne? Bratwurst ist ja Bratwurst. Also. Das hat nichts mit Fleisch zu tun. Ja, also mit Fleisch hat das tatsächlich. Ja, ach, das ist wieder so ein Thema. Irgendwie auf der einen Seite ist es ja gut, dass wir über die verschiedenen Aspekte dahinter sprechen, ja, oder dass in der Gesellschaft da viel drüber gesprochen wird. Tatsächlich ist die Umsetzung zumindest, jetzt aus meiner Sicht, die Umsetzung ist am schwierigsten. Jetzt werden wieder alle sagen, ja, aber man kann ja so und so. Ja, natürlich kann man das machen. Ist auch definitiv rückgängig, zumindest jetzt bei uns, ne, bei euch ja auch, haben wir schon oft drüber gesprochen, ob das jetzt Ersatzprodukte sind oder dass man eben selber, keine Ahnung, sich einen Schnitzel aus Blumenkohl macht. Ja, ich brauche auch gar keinen Schnitzel. Ja, genau. Ne? Das ist ja dann der Vorteil. Ne? Zum Beispiel Kartoffeln mit Spargel gerade. Ja, Bingo. Ich esse zum Beispiel keinen Spargel. Ja. Dafür isst du kein Fisch. So, ich esse keinen Fisch, ich esse keinen Spargel. Es gibt so gewisse Sachen, die können dann ja andere Leute essen. Ne? Ich will da keine Grundsatzdiskussion drüber aufmachen. Das wäre auch völlig fehl am Platz, das zu tun. Alles gut. Aber ja, man kann auf jeden Fall tolle Sachen machen auf dem Grill. Und da haben wir das Wetter, zumindest jetzt in den letzten, perfekt, ja, am Wochenende. Ne? War ja wirklich schönes Wetter jetzt auch zum Feiertag, zum Tag der Deutschen, zum Tag der Deutschen Arbeit. Hey, zum Tag der Arbeit, nicht Tag der Deutschen Arbeit. Ist tatsächlich der internationale Tag der Arbeit. Ne? Also ich kriege da tatsächlich eine Nachricht aus. Ich war mal wieder an der Homepage am Arbeiten, hatte eine Frage an den Support. Und der Support sitzt in Neuseeland. Und dann stand da oben drüber, am internationalen Tag der Arbeit ist der Support eingeschränkt. Ist ja Winter jetzt. Ist ja in Neuseeland ist jetzt gerade Winter. Ja. Nee, warte. Ja doch, es wird jetzt Winter. Es ist Winter. Herbst, genau. Ja, genau. Auch spannend, ne? Ja, total spannend. Ja. Wirklich, wirklich spannend. Nochmal zum Thema Mixwochenenden. Ja, Mixwochenenden. Ist mir gerade noch was eingefallen. Also wenn man da sich jetzt bewerben möchte. Ja. Macht man das über den Link unten unter diesem Video oder in den Shownotes? Ach, den hast du schon hier drunter gepackt jetzt, genau, in der Zeit. Genau, den habe ich jetzt quasi in der Zeit, wo wir hier sitzen. Wo wir über Grillen gesprochen haben, habe ich den unten in die Shownotes gepackt. Ja, okay. Weil Mixwochenende ist tatsächlich richtig geil. Ja. Muss ich sagen, also aus der Sicht vom letzten Jahr, ich weiß nicht, wie du es dieses Jahr vorhast, ist das, glaube ich, auch ein sehr, sehr intensives Erlebnis für die Teilnehmer. Ja, einige Leute haben gesagt, ich war ja letztes Mal schon dabei, wenn sich dieses Mal nicht großartig was ändert, was heißt, was soll ich großartig ändern? Ich meine, der Moviepark in Bottrop-Kirchhellen, der ändert sich ja auch nicht jedes Jahr, ein bisschen, ne? Aber der ist schon, nein, es wird ähnlich bleiben wie beim letzten Mal. Auch keiner Vergleich, ja, natürlich. Ne? Nee, aber weil es wirklich ein riesen Abenteuerspielplatz ist. Also ein großer Studiokomplex ist jetzt nicht irgendwie, dass man irgendwie in so einem Mini-Heimstudio sitzt. Ich fand das auch sehr aufregend. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Unterm Strich ist es das doch, oder? Du bist in einem wirklich, das ist, weil das so ein Relikt aus einer voll gefühlt anderen Zeit ist. Wir kommen ja nochmal hier, ein Mastering-Studio auf irgendwie 16 Quadratmeter oder mein Studio hat
etwas mehr als 12 Quadratmeter. Das ist ja jetzt nicht riesengroß und man braucht das auch nicht. Es gibt Bedroom-Producer, die nur mit Kopfhörer arbeiten und völlig relevantes Zeug abliefern und so weiter. Sure. Und wenn du dann in so einen, in Anführungszeichen, Anachronismus reinkommst, in so einen Dinosaurier aus einer Welt, der aber trotzdem seine, seine Berechtigung heutzutage voll hat, ne? Und du da einfach diese Luft atmest, dieser riesige Regieraum, dieser riesige Aufnahmeraum, dann die kleinen Studios nebenan, dann ist das ja in der Mitte von nix irgendwie drumherum, nur ja. Wälder und Büsche und Felder. Und dann pennst du da in diesen Kojen, die, die jetzt okay sind zum Pennen, aber 14 Tage brauchst du da nicht bleiben und so weiter. Und weiß genau, wahrscheinlich hat irgendwann mal hier Campino in diese Bettritze reingepupst oder sonst was irgendwie oder wer auch immer. Und das, und es ist einfach, es macht einfach richtig Bock, da einfach mal Erwachsenen Abenteuerspielplatz nenne ich das. Ja. Und Bottrop-Kirchhellen ist auch ein Abenteuerspielplatz jetzt. Oder Fort Fun oder Phantasialand oder wie sie alle heißen. Warst du vor kurzem, ne? Ich war in Fort Fun neulich, ja genau, es war super. Hör mal. Ja, es hat leider geregnet. Ja, gut. Da sind die Achterbahnfahrten jetzt nicht ganz so gut angekommen. Aber wir haben tatsächlich... Wasserrutsche? Auch, ja. Aber wir haben eine Riesenzeit gehabt, also kann man nicht anders sagen. War, war halt verhältnismäßig wenig los. Zurück zum Abenteuerspielplatz für uns Studio. Musik-Nerds irgendwie. Ja. Ist auf jeden Fall, kann ich jedem empfehlen, die Erfahrung zu machen, auch mit Vincent, der ja wirklich irgendwie die Entspanntheit und Gelassenheit in Personalunion ist mit tausend anderen Eigenschaften. Wie sagt der Henning Fehler so schön, der ist ja noch mal pragmatischer als ich. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Wir haben ja nach dem Mixwochenende im letzten Jahr, wir haben einen Podcast da aufgenommen, ne, noch im Prinzipalschluss. Ja, live. Haben wir ja, Ort genau, Farbe, haben ja. wir auch schon viel drüber gesprochen. Über, machen wir dieses Mal übrigens auch wieder, wenn es geht. Sehr schön. Ja. Über diesen pragmatischen Ansatz von Vincent. Ich liebe das ja auch. Ich fand das total, knuffig. Ich habe mich da irgendwie in die Ecke gesetzt und er hat so die, ich hatte ja gesehen, was er für Mikros an Schlagzeug gestellt hat und ich dachte schon so, ja. Genau, da steht ein Mikro, weil da steht eine Trommel, läuft, passt wohl. Okay, so macht er das, richtet das ein bisschen so nach da aus, verstehe ich. Haken dran und natürlich waren dann die Teilnehmer alle so, ja, aber da steht doch noch ein Neumann U67 und ein weiß ich nicht, warum nimmst du denn jetzt ein Slate ML2 eins. Oder 1? So. Ja, die Stäbchen sind die Zweier, genau. Ja, stand jetzt hier, hat der Assistent schon mal aufgebaut und ja, nachher kann ich ja noch irgendwie ein Model draufpacken oder auch ich mache ein EQ und dann passt das ja. Und alle so, ja, aber das U47, so, also so vollkommen die Magie, ja, nicht Magie genommen, das nicht, sondern halt so, es ist völlig egal. Es reduziert aufs Notwendige. Genau, also lass nicht das fehlende U47 die Erklärung dafür sein, dass dein Drumsound nicht oder geil dass ist. Dein Song kein Hit geworden ist. Ja, genau. Also das war schon echt spannend, so die ganze Zeit ja, es war auch amtlich heiß. Ja, da stimmt, muss man auch dick, sagen. Es wird auch wieder Hochsommer sein. Also Ende August, Anfang September, das wird schon spannend. Das war schon richtig schön sweaty. Aber es gibt wieder Kartoffelsalat vom Papa. Das ist wichtig. Ne? Ich lege eine Bratwurst drauf. Wir werden Pizza außer Hand essen. Tzatziki gibt es auch wieder von deiner Frau? Oder? Natürlich, Tzatziki, hallo. Natürlich gibt es Tzatziki. Das ist ja gemeinschaftliches Stinken. Zwei Sachen, ohne die man nicht grillen kann. Tzatziki und Kartoffelsalat. So, ohne Kartoffelsalat ist Grillen ja kein Grillen. Das ist ja Erhitzen von Fleisch. So. Ja, ja. Ich muss auch immer aufpassen bei uns in der Nachbarschaft. Grundsätzlich ist Grillen ohne Bier trinken auch wird strafrechtlich verfolgt hier in Holzwick. Das heißt, entweder muss man sich immer verstecken, wenn man jetzt, ne, oder man muss zumindest eine leere Flasche Bier immer aufpassen. Aber alkoholfreies Bier ist Limo, ne? Das gilt nicht. Ja, muss man aufpassen. Wenn natürlich erwischt wirst hier mit Radler oder so, ist natürlich bis hier auf dem Dorfplatz noch ausgepeitscht. Das ist ja, gefährlich. Hier gibt es auch noch so einen, wo man so einen reinhängen kann. Irgendwie wahrscheinlich. Was ist denn mit dem da? Du, der hat alkoholfreies Bier getrunken. Alkoholfreies Radler. Oh Gott. Auch noch mit Limo gepanscht. Das gibt's doch gar nicht. Nee, tatsächlich, wir werden wieder zwei riesen Wochenenden haben. Cool. Und es wird großartig werden. Ich freue mich wirklich total drauf. Es wird auch anstrengend werden für mich vor allem, weil wir zwei Wochenenden diesmal direkt hintereinander machen, nicht mit einer Woche Pause dazwischen, aber
Das war einmal ein Riesenspaß drauf. Und Henning, über den ich gerade gesprochen habe, Henning Fairlage, wird da auch rumtouren, weil er nämlich sein Studio da auch hat und jede Menge andere Leute werden da auch rumtouren. Aber wir werden wieder was Schönes aufnehmen. Und ich habe ja vom letzten Mixwochenende tatsächlich noch einen Auftrag heute für dich mitgebracht. Stimmt, ein Master. Der Song Sommer Sonnenfänger, den ich gestern Abend schon veröffentlichen wollte. Ich hatte schon beim Music Hub alles eingestellt. Ich hatte auch schon den Song exportiert aus Cubase und hat den auch richtig laut gemacht, so wie Vincent das ja auch macht irgendwie. All in plus eins. Genau. So. Und hab dann kurz vorm Upload habe ich gedacht, nee, warte mal. Vielleicht wäre es schlau, nochmal die goldenen Ohren von Holtwig drüber hören zu lassen. Deswegen habe ich dir jetzt den Auftrag mitgebracht. Ob das nicht immer eine gute Idee ist. Immer, ne? Ja. Aber ich habe tatsächlich gedacht, weil wir ja hier im, wie ich es schon gesagt habe, im Epizentrum der Weltmusik sitzen. Absolut. Also diese Woche gilt das tatsächlich übrigens wirklich, Epizentrum der Weltmusik. Also vielleicht nicht Epizentrum, aber Weltmusik. Also diese Woche war international so crazy. Dann lass mal hören. Also nicht nur dein indischer Film. Der indische Film, der ist jetzt, glaube ich, raus. Ich habe das immer noch nicht recherchiert. Ich muss mal wieder meinen Produzenten fragen. Aber diese Woche war wirklich Mexiko. Okay. Australien. Ja. USA. Schweden. Deutschland. Österreich. Schweiz. Moment. Und was hatte ich noch? Litauen. Kiel. Was? Kiel. Ist ja auch weit weg. Ja, ne? Also. Ich glaube, waren das alles. Wahrscheinlich habe ich jetzt sogar noch ein paar, könnte ich mir sogar noch vorstellen, noch ein paar Songs vergessen an der Stelle. Aber das war mal wieder sehr international jetzt diese Woche bei mir. Vor allem sehr voll. Irgendwie waren auch alleine zwei Alben, zwei EPs und halt viele Singles. Aber da habe ich auch noch so gedacht, so beim Rechnungsschreiben so in meiner Buchhaltungssoftware so. Okay, musste man mal wieder sehr viel internationale Rechnungen erstellen, was ich sehr genossen habe, was ich sehr gefühlt habe. Ja, der ein oder andere Online-Shop-Betreiber wird da jetzt die Augen verdrehen und sagen, oh Gott, wie macht der das mit der Steuer? Aber das ist nochmal eine andere Baustelle. Ganz einfach, die Dienstleistung findet in Deutschland statt, deswegen wird alles mit 19% versteuert. Ja, okay, alles klar, dann ist das ja... Ich hatte auch mal die Diskussion, ist es eine Dienstleistung oder ein digitales Produkt, weil ich ja letzten Endes eine Audiodatei bekomme das und eine Ergebnis, Audiodatei zurückschicke. Ja, ja. Aber tatsächlich, zumindest mein Steuerberater mir erklärt, nein, es ist eine Dienstleistung, diese Dienstleistung findet in Deutschland statt und deswegen wird nach deutschem Steuerrecht versteuert. Ja, aber da muss man sich trotzdem auch mit auseinandersetzen. Na ja, klar. Ne? Also letztendlich. Wobei viele meiner Kunden jetzt, die zumindest innerhalb der EU sitzen, Österreich ja, gut, oder sowas, die haben ja meistens dann auch diese europäische Nummer da, diese Steuernummer da, wie heißt das nochmal? VAT. VAT, Valid, irgendwas. ID. So ihr wisst das. VAT, ihr könnt halt sonst auch. Umsatzsteuer-ID. So. Doch. Haben wir es doch. Und dann kannst du ja innerhalb der EU zumindest dann umsatzsteuerfrei hin und her schieben. Das ist ganz nett, ne? Aber ja, das war auf jeden Fall spannend. International. Yes. International Business Week irgendwie. Aber ich freue mich auf den Sommersonnenfänger. Tatsächlich, der Sommersonnenfänger wird ein cooles Teil. Vor allem, weil da auch zum Einsatz kam ein Plugin, was ich demnächst als Re-Release, wäre schon fast das falsche Wort, als Upgrade auf dem Tisch bekomme. Nämlich den Gain Aim Pro. Und stimmt, da haben wir vor zwei Wochen in der nicht veröffentlichten Folge, also in der verkackten Folge, da haben wir drüber gesprochen schon, ne? Über den Gain Aim Pro, genau. Ich habe ja ein Video gemacht zum Thema Leveler und in dem Fall den Gain Aim vorgezeigt. Ein Plugin, was von zwei jungen Leuten, zwei Studienabgängern direkt nach dem Studium geschrieben wurde. Ja, genau, von Noiseworks. Und die Jungs haben mir jetzt schon eine Beta geschickt von Gain Aim Pro und das wird der Shit, das Teil. Das wird absolut cool, weil das nämlich per ARA die komplette Vocalspur direkt einliest, also du ziehst es quasi drauf, dann liest er die komplette Vocalspur ein und rechnet dann sofort eine Automationskurve drauf. Also es ist nicht ein Leveler irgendwie, der dann reagiert auf das, was da kommt und dann über Pre-Look-Ahead und sonst was irgendwie arbeiten muss. Nein, der per ARA Schnittstelle analysiert er einmal das komplette Teil, rechnet dir dann eine Kurve rein. Und weil der eben nur Leveler ist, in Anführungszeichen, also ein automatisierter Fader mehr oder weniger, der vor allen anderen Plugins auch stattfinden sollte, kannst du natürlich auch Einfluss nehmen auf andere Dinge, also zum Beispiel auf S-Laute, die du dann aber eben nicht de-est, sondern die du per Lautstärke-Automation im Gain-Aim leiser machst einfach. Ne? Also jetzt einfach entschärfst an der Stelle und viele andere Dinge aus. Es wird ein Video dazu geben, was demnächst rauskommt. Und zwar schon diese Woche. Tatsächlich. Verrückt. Wenn wir jetzt am Sonntag erscheinen, dann in der Woche am
9. An Christi Himmelfahrt. Ist das Christi Himmelfahrt? Christi Himmelfahrt. Da gibt es das Vatertag. Vatertagsgeschenk am Christi Himmelfahrt. Am 9. kommt das Video zum Gain Aim Pro raus. Und da bin ich schon, ich freue mich total drauf, weil ja, diese Lautstärke-Dinger, die kann man manuell bei einem Popsong 3 Minuten Vocals, also die Hälfte vom Popsong ist Vocals irgendwie, dann kannst du die händisch noch irgendwie per Clip Gaining oder sonst was irgendwie machen, je nachdem, wie du möchtest oder so. Aber wenn du einen Podcast editierst, wie unseren zum Beispiel, und der tüchtig laut sein soll, wo wir darüber gesprochen haben, dann ist ein Leveler schon durchaus ein Tool, was da hilfreich sein kann, auch mal die leisen Parts an die lauten Parts anzugleichen. Und der Gain Aim selber war schon klasse. Viele Leute waren total begeistert und Vincent übrigens auch. Deswegen auf dem Sommersonnenfänger ist der auch auf den Vocals drauf. Und der hat sich aber damals schon drauf gefreut, dass der Gain Aim Pro demnächst rauskommt. Mhm. Der hat so viele Features. Also wie gesagt, das alles ich glaub, im Video, wir müssen kommt. In unserer Rubrik Plug-Influencer dann auch mal über den Gain Aim Pro sprechen, oder? Das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Weil dieses Mal sprechen wir in Plug-Influencer über ein Tool, das du in der Masterclass benutzt hast. Genau. Eins meiner wirklich absoluten Lieblingstools, klingt immer so nach Sympathie, es ist halt eins der meist eingesetztesten Tools, die ich so im Werkzeugkoffer habe. Und das übrigens auch einen riesen Aha-Effekt gemacht hat während der Masterclass. Ja. Als du das benutzt hast, war plötzlich auf der anderen Seite von den Leuten über so, wow, was war das denn? Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dieses Plugin macht natürlich vor allem auch einen Effekt, der schwer zu verschleiern ist. Er macht nämlich halt lauter. Beziehungsweise er verringert den Abstand von gemittelter Lautheit und Peak. Ja. Wir reden heute über ein Tool, das nennt sich Dine One. Genau. Mittlerweile mit einer 3 dahinter. Ich weiß gar nicht. Geh mal davon aus, einfach, es gab 1 und 2 auch schon. Muss ja. Dine One 3 von Leapwing Audio. Mhm. Und das Ganze ist ein, naja, letzten Endes unterm Strich nichts anderes als ein paralleler Kompressor. Das steht auch so auf der Homepage drauf. Da steht tatsächlich smarter Multiband. Entschuldigung. Smarter paralleler Multiband Kompressor. Genau. So. Erstmal haben wir 5 Bänder. Ja. Ganz klassisch. Also erstmal ein Pro MB oder ein Multiband Kompressor deiner Wahl auf einem parallelen Bus. Genau. Name it C. Ja. Wie hieß das von Waves früher? Der C5, C3, keine Ahnung, irgendwie C6. So. So ein Kram halt. Du hast 5 Bänder, du kannst die Frequenzen, die Crossover-Frequenzen einstellen. Ja. Du hast Probanden Threshold, du hast Probanden Ratio, du hast einen Attack, du hast einen Release. Ja. Und du hast eben den Fader für Make-up-Game, beziehungsweise in dem Fall ist es ja ein paralleler Kompressor. Ja. Das heißt, die Fader sind im Prinzip für den parallelen Gain-Anteil, der dazu gemischt wird von dem komprimierten Signal. Ja. Soweit erstmal so klar. Ja. Aber die Funktionsweise. Also jetzt nicht die Neuerfindung des Rades im Kern. Nee, genau. Wir haben hier halt einfach ein super, super hochwertiges Tool, was eben damit vor allem darauf ausgelegt ist, eben für Mastering-Anwendungen auch oder eben, naja, im Mixing auch. Es ist schon, ja, mit CPU, ist schon mit dabei. So. Dadurch hast du eben, da hast du eben super, super hochwertige Filter, also was eben die Crossover-Punkte angeht. Und du hast bei den Attack- und Release-Zeiten, und das ist einer der auf jeden Fall auch großen Unterschiede, du hast einen Regelbereich. Ja? Das heißt, Attack und Release sind sozusagen adaptiv auf das Signal. Ah, du gibst an, keine Ahnung. Das ist der smarte Anteil, der auf der Seite Du gibst an, weiß ich nicht, 200 bis 400 Millisekunden oder sowas. Und das Ganze findet dann eben adaptiv innerhalb des Bandes statt. Mhm. Den Trick, den ich ja in der Masterclass, Technik, die ich gezeigt habe, du sorgst eben dafür, dass du natürlich die Bänder mit gewissen Crossover-Punkten versiehst, die dann irgendwie auch Sinn machen für den Song, klar. Und schaust halt einfach, dass du den Threshold pro Band so weit runterdrehst, dass du in jedem Frequenzbereich eine gleichmäßige Kompression hast. Ob du jetzt 6 dB, mach meistens 10 oder 12 dB Kompression pro Band. Das bedeutet natürlich, du hast vielleicht in dem tiefen Band einen Threshold von minus 30 und in den Höhenband vielleicht einen Threshold von minus 50. Ja. Weil du natürlich viel, viel mehr Energie in den Bässen hast. Hast aber trotzdem im Frequenzbereich 20 bis 100 Hertz 10 dB Kompression und im Frequenzbereich 8 bis 20 kHz auch 10 dB Kompression. Und das fährst du dann wieder über eine Linked-Funktion, also dass alle Bänder gelinkt sind, also miteinander verbunden sind, fährst du das dann quasi parallel dazu. Ja.
Und er schafft es damit, dass im Prinzip alle leisen Informationen, also alles, was dann eben, je nachdem, wie du es einstellst, unterhalb des Thresholds ist, dass das quasi nach oben kommt. Also eine parallele Kompression, die vor allem dafür sorgt, dass du sehr natürlich, ohne Pumpen, ohne irgendwelche negativen Dinge oder ohne irgendwelche Artefakte oder ganz ekelhafte Phasenschweinereien, das Signal, ne, ich sag immer, von unten anfütterst. Ne? Ja, genau. Also, dass du aber von gleichmäßig unten, anfütterst. Genau, ne? Du fütterst es komplett gleichmäßig an und erreichst damit eine sehr, sehr natürliche Anhebung der gemittelten Lautheit sozusagen. Und ohne eben oben jetzt mit einem Limiter noch mehr abzuschneiden und noch mehr Clipping und weiß ich nicht, sondern du fütterst einfach von unten an. Ja. Und das kann oder passt fast immer. Ja, zumindest zu einem gewissen Anteil passt es fast immer. Ja, wie immer die Dosis macht das Gift. Total. Ja. Und ich benutze das wirklich super, super gerne, weil ich fast gar keine Kompression mehr im Mastering benutze, also keine klassische Kompression. Ja, also keine Fullband. Genau, keine Fullband oder jetzt auch generell relativ wenig Multiband-Kompression. Mhm. Also wir reden ja dann immer darum, dass erstmal ein Signal ab einem gewissen Punkt leiser gemacht wird und dann können wir eventuell über Maker wieder dafür sorgen, dass es insgesamt lauter gemacht wird. In dem Fall ist es ja so, dass das eigentliche Signal ja gar nicht komprimiert wird. Nee. Das heißt, die Snare, die da jetzt vielleicht am lautesten reinhaut oder so, die bleibt ja unverändert. Ja. Nur unten drunter der, ich sag jetzt mal, um bildlichen Vergleich zu haben, der Snare-Teppich oder der Body der Snare oder wie auch immer, die Gitarre oder so, die geht dann eben zum gewissen Anteil, wird die mit hochgefüttert. Ne? Und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Effekt, den Dine One eben kann. Kostet, glaube ich, 199, 149 Euro, wenn das nicht im Angebot ist. Der Jonas ist natürlich ein Fuchs. Trotz der nicht mehr vorhandenen roten Haare. Ja, wer weiß, wo die gelandet sind, die roten Haare. Im Ausfluss. Die fallen noch runter und landen am Rücken. Ja, ja, so ungefähr. Genau. In der Nase. Der ist ja ein Fuchs und er hat in der vergangenen Woche ein Video gemacht, wo er ganz, ganz ehrenvoll natürlich, weil er ja ein Ehrenmann ist. Naja, also ich bin ganz ehrlich, ich habe einfach mal versucht, es nachzubauen, die Idee nachzubauen. Es ist weder eine Nachbildung des Plugins noch sonst was irgendwie, es ist einfach nur die Grundidee, nachzubilden. Und selbst für die Nachbildung der Grundidee habe ich ja, wenn ich mich recht entsinne, den Pro MB genommen. Und der ist ja auch nicht kostenlos zu haben. Nee. Also es ist mit nicht, ich wollte erst, irgendwie habe ich gedacht, mache ich dann eine kostenlose Möglichkeit und habe dann wirklich nach einem potenten Multiband-Kompressor gesucht und ich habe keinen gefunden. Vielleicht weiß einer von euch jemand wahrscheinlich gibt es bestimmt irgendwo einen. Ich habe aber dann der Einfachheit halber zum Pro MB gegriffen, weil ich nämlich auch noch im Hinterkopf hatte, dass du ja gesagt hast, dass der Dine One so saubere Bänder hat, also so saubere Filter. Und die habe ich dann beim Pro MB einfach auch mal unterstellt. Und ja, der Pro MB ist da auch schon recht sauber. Ja, und dann das. Aber das war halt schon gefrickelt, dann, weil letztendlich, du kannst es theoretisch auf den Masterbus draufschmeißen, schiebst deine Bänder dazu, fertig ist die Laube. Bei mir im Mix ist es aber so gewesen, ich habe ja jetzt nicht gemastert, ich habe ja gemischt, ne? Mhm. Das heißt, ich musste erstmal gucken, wo ist denn mein Signal eigentlich? Weil es gibt ganz viele Leute, die ihren Mix alles an Ausgängen irgendwie auf den Stereobus draufschmeißen. Ja, korrekt, ist ja auch völlig legitim. Ne? Auf jeden Fall. Und dann hast du aber das Problem, wenn du das Hauptsignal parallel bearbeiten willst, geht das nicht, weil du bist ja schon auf dem letzten Bus. Also musst du das zumindest auf einem Bus vorher einfangen, um dann den Parallelen noch dazu machen zu können. Pre-Master oder Pre-Master, whatever. Genau. Ne? Und bei mir ist es halt, ich habe den Mucke-Komplett-Bus, den Vocals-Komplett-Bus, da läuft alles zusammen. Die gibt es immer bei dir, ne? Bitte? Die gibt es immer bei dir. Ich finde die ganz praktisch. Ja, ja, nee, aber die gibt es immer bei dir. Und die gehen dann auf den Pre-Master und der Pre-Master geht dann auf den Stereo-Out. Ja. So, das ist bei mir im Routing, weil ich eben mit Metric AB nicht so oft arbeite und ich trotzdem referenziere und dann müssen die Referenzen halt am Pre-Master vorbeilaufen können, ohne dass sie durch meine Masterquelle laufen. Und das war dann nicht trivial, das Signal dann so einzufangen und dann auf den Bus zu schicken, weil man muss erstmal muss man sich selber kontrollieren. Habe ich jetzt eigentlich sauber geroutet? Läuft jetzt wirklich alles irgendwie? Weil hin und wieder, ich mache das dann, wenn ich den Mix fertig habe, drücke ich dann beim Pre-Master auf den Mute und meistens höre ich nur irgendeinen Hallraum, der dran vorbeiläuft. Ich denke, habe ich wieder nicht aufgepasst. Und neulich habe ich eine Nummer gehabt, da fällt dir nichts bei ein. Ich habe ja den letzten Mix in Cubase gemacht. Ne? Und da ist eine Sache passiert, die mir in Logic eigentlich nie passiert und in Studio One auch immer mal wieder passiert. Mhm. Folgendes, wenn ich im Mischer von links nach rechts will, dann gehe ich mit meiner Maus, ich habe so eine oberflächensensitive Maus von Apple, dann gehe ich da und wutsche und wedel einfach so nach links und rechts. Ne?
Also ich, wie bei einem Touchpad. Ja, ich kann einfach so den Mischer nach links und rechts schieben. So, folgendes. Der Mix ist fertig von einem Song und ich höre den über meine Abhöre so und denkst, was, ganz okay, irgendwie. Warum fällt der denn irgendwie, der Mix fällt irgendwie nach links. Der Bass vor allem, der fällt irgendwie nach links. Komisch. Kopfhörer aufgesetzt. Ja, habe ich es mit den Ohren? Ich mache dann immer so einen Test irgendwie so. Höre ich noch auf beiden Ohren irgendwie so? Ja, anscheinend schon irgendwie. Dann nochmal geguckt irgendwie. Und dann ist beim Wutschen und Wedeln auf dem Premaster, wo mein kompletter Mix zusammenläuft, ist der um 3 Cent nach links gerutscht irgendwie. Erstmal war ich stolz auf mich, dass ich es gehört habe. Ja, Mensch. Ne? Erstmal war ich stolz auf mich. Und dann habe ich mich im gleichen Moment habe ich mich aber geärgert und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, ey. Verdammt nochmal. Wo ist denn eigentlich hier der Panorama-Lock für, zumindest für einen Masterbus irgendwie, dass ich da nicht ausrutschen kann. Weil es mir tatsächlich, ich habe dann den kompletten Mix überprüft und tatsächlich bin ich beim Wutschen und Wedeln bei einigen Spuren halt mit dem Mauszeiger wohl über dem Panorama gewesen und habe den verschubst. Passiert. Einfach ganz stumpf, ne, so dass der, was weiß ich, Snare Bottom war plötzlich rechts außen. Der ist jetzt natürlich dazu gemischt und bei den Samples, die ich benutzt habe, jetzt nicht kritisch, ne, aber trotzdem stellst du dann fest, oder beide Toms waren auf der linken Seite. Ja, das sind ja dann noch Sachen, die fallen dann in so einer Komplexität eines Mixes vielleicht nicht direkt auf, weil du natürlich auf viel, viel mehr Sachen noch achtest dann in dem Moment oder schon wieder ganz anders. Einfach ärgerlich, ne, ja, letztendlich. Aber ich glaube, was du ja erzählen wolltest jetzt bei dem, was du nachgebaut hast, die Schwierigkeit, wenn du jetzt ein Tool, also whatever Multiband-Kompressor nimmst, ist ja, um den gleichen Effekt zu erreichen, musst du entweder einen Multiband-Kompressor haben, der einen Mixregler hat, einen Dry-Bed-Regler hat. Wurde ich auch nachgefragt, warum ich den nicht benutzt habe. Beim Fab-Filter funktioniert der nämlich ein bisschen anders, wenn ich mich da recht entsinne. Ja, ich glaube erstmal gar nicht, dass er eine hat. Also der hat einen unten versteckt, das haben die Fab-Filter-Sachen, glaube ich, fast alle, also bei allen, wo es einigermaßen Sinn macht. Und das ist immer unten rechts in dieser Input-Output-Section auch irgendwie. Ich meine aber, beim Pro MB ist es so, dass du mit dem Mixregler nicht den Anteil regelst, sondern vor allem überhaupt die Intensität der Bearbeitung sozusagen. Ach so, okay. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, erstmal wieder gefährliches Halbwissen zum Ende dieses Podcasts. Aber ich kann das kurz auflösen, die Frage, also warum ich den Mixregler nicht benutzt habe, weil ich wollte natürlich auch für Leute zeigen, die einen Multiband-Kompressor haben, der keinen Mixregler hat. Ne, das Lange Prinzip. Rede, also du brauchst halt dann nochmal den auf einem parallelen Bus. Ja. Ne? Also du schickst alle Signale, so wie jetzt du, Mucke komplett, Vocals komplett oder eben, wenn du das nicht machst, halt alle Einzelsignale, schickst du nochmal auf einen zusätzlichen Bus. Sehr aufwendig. Da packst du dann einen Multiband-Kompressor drauf, machst da deine Bänder, 4, 5 Bänder, wie auch immer, komprimierst die wieder alle gleichmäßig. Alle so, dass sie wieder die gleiche Gain Reduction haben. Ja. Und dann nimmst du den Fader von dem parallelen Bus von dem Effekt, wie auch immer das in seiner DAW heißt, Kanal, und fährst den dann dazu. Dann hättest du den ähnlichsten Effekt, der da anlehnt. Das heißt natürlich auf gar keinen Fall, dass ihr jetzt alle losrennen müsst und den Dine One kaufen müsst. Das wäre auch doof, weil... oder den Pro MB. Genau, weil das wäre total doof, weil wir mit beiden keine Verträge haben bisher. Nein. Also wartet erst... bis wir da eine Kooperation am Start haben. Für alle die sagen, das finde ich total interessant, schaut gerne in die Masterclass mal rein, wo ich mit dem Dine One arbeite, wo es wirklich, muss man sagen, klar... lauter etwas, aber der Effekt, der dahinter steckt am Ende, ich vergleiche ja in der Masterclass, das ist ja das Schöne. Immer Level Ja, ich matched, arbeite ja. auch mit analogen Geräten und sowas. Das ist aber nicht so abstrakt, dass man sagen kann, das, was ich da zeige, ist jetzt nicht nachbildbar mit irgendwelchen anderen Sachen. Oder das hören nur Ganz Leute, im Gegenteil. Die, das hören nur Leute, die das Gras wachsen. Nein, auf keinen Fall. Nee. Und vor allem dadurch, dass ich immer wieder diesen Vergleich mache, es geht ja nie darum, ist dieses eine Tool jetzt hier der große Heilsbringer und macht jetzt alles besser, sondern wir vergleichen ja immer lautheitsangepasst zwischen dem Mix von Timo und meinem Master und jede Bearbeitung hört man dann am Ende in Summe natürlich, weil was interessiert mich irgendwie ein toller EQ, der am Ende das Ergebnis aber mit Sicherheit nicht so weit verändern oder verbessern kann, dass es dann, dass man dann sagen kann, ist jetzt fertig oder ist jetzt gut. Ja. Also da braucht ihr keine Angst vor haben, wen das interessiert, da geht es dann auch etwas intensiver nochmal. Ja, also es war unter allen Teilnehmern auch einhellig die Meinung, dass es interessant war, wie viel Einfluss du auf den Stereo-Master nehmen konntest. Ja. Mit welchen
Tools du gearbeitet hast und welchen Effekt die teilweise gehabt haben, wo auch alle Teilnehmer tatsächlich gedacht haben, das, was ich gerade sagte, muss ich hier das Gras wachsen hören, um das nachzuvollziehen, was der Björn da macht? Nein, muss man nicht. Und es ist auch hinterher nicht komplett ein anderer Mix geworden, sondern es ist einfach nur alles besser geworden. Ja, im Kurzen war, ich weiß gar nicht, war glaube ich der Christoph, ich habe, war das im FAQ? Ja, genau. So, ich habe mir das jetzt hier aufgeschrieben. Du hast keinen einzigen Kompressor benutzt und nur ein EQ. Und der Rest waren irgendwelche anderen Sachen. Ja, genau. Okay, das ist krass. Und das hätte ich so nicht gedacht. Klar, viele Wege führen nach Rom, gar keine Frage. Ja, aber es ist ja oft so, das ist nun mal nicht unser Beruf. Das heißt, man steht erstmal davor und staunt, was du machst. Ja. Für dich ist es dein Beruf und dein täglich Brot. Das heißt, wenn wir da staunend vorstehen, ist das gut, weil dann rechtfertigt das auf jeden Fall deine Profession. Auf der anderen Seite ist das jetzt nichts, was man nicht irgendwie lernen könnte. Nö. Talent ist natürlich immer eine Sache, die andere Leute mitbringen oder auch nicht mitbringen. Fleiß kann man mitbringen oder nicht mitbringen und so weiter und so fort. Interesse wäre angebracht und wichtig ist, wenn andere Leute puzzeln, ja, dann einfach Musik hören. Während des Puzzlens. Und damit können wir, glaube ich, diese Folge auch ans Ende führen. Jonas, hast du dir was überlegt für das Ende? Ja, ich glaube schon. Du hattest jetzt ja 4 Wochen Zeit. Ich hatte 4 Wochen Zeit, mir einen Endspruch auszusuchen. Ja, genau. Ja, dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Einschalten bei den DAW-Verstehern in der Folge 52.2.0. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und schaltet auch in 2 Wochen wieder ein, wenn der liebe Jonas Folgendes sagt. Lieber ungefähr richtig als exakt falsch. In diesem Sinne. So, wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, mach's gut und Jassas. Schön. Jetzt muss es nur noch aufgenommen haben. Darauf ist man Quark. Ich töte dich, wenn du nicht Was ist eigentlich mit dem DRW-Versteher-Podcast passiert? Du, die nehmen zwar immer noch auf, aber das funktioniert nicht mehr.